Wir schreiben das Jahr 2033. Wie sieht Österreich 2033 aus? Was beschäftigt uns 2033? Welche Chancen haben wir genutzt? Mit welchen Ängsten und Unsicherheiten setzten wir uns im Jahr 2033 auseinander? Und wie hält es Österreich dann mit den Themen Integration und Migration? Wir nehmen Sie mit auf eine wechselvolle Zeitreise. Herr Ramon Michael, Sie sind 26 Jahre alt, Wiener mit, ich darf dieses Wort aus der Vergangenheit verwenden, Migrationshintergrund. Migrationshintergrund, das ist, sie ist nicht schlecht. Sie waren sicher in Ihrer Kindheit und Jugend mit dem Begriff sehr oft konfrontiert. Ja, ja, da wecken Sie Erinnerungen in mir, gell? Negative, gell? Ist, ja. Herr Michael, Sie sind ein Sprachgenie, Sie sind der Ferrari unter den österreichischen Dolmetschern sozusagen. Ferrari ist gut, gell? Ja, Ihre Biografie interessiert uns sehr. Ja, 2007 habe ich das Licht der Welt erblickt. Meine Mama war damals 18 Jahre alt. Meine Eltern sind als sogenannte Arbeitsmigranten nach Wien gekommen. Ja, Herr Ferrari, Herr Michael, Entschuldigung. Ferrari. Langsamer bitte sprechen für unsere Zuschauer und für mich, so dass wir Sie gut verstehen. Ja, ja, das kann ich Ihnen nicht versprechen. Ja? Nein, Ferrari ist ein starkes Auto. Ja, ja. Woher kamen Ihre Eltern? Aus Rumänien. Aus Rumänien. Genau. Meine Mutter hat eine Ausbildung als Pflegerin gemacht und in diesem Beruf ist sie noch immer tätig. Mein Vater war und ist LKW-Fahrer. Ja, und wie war es damals für Sie, als Sie in die Schule kamen? Konnten Sie bereits Deutsch? Kaum. Meine Eltern können heute noch immer kein gutes Deutsch. Wenn wir schon in Erinnerungen schweben, also meine Eltern sprechen ein Tschuschendeutsch. Tschuschendeutsch. Ja, und deswegen wurde bei uns zu Hause nur Rumänisch gesprochen. Und alle Freunde, die ich gehabt habe, die hatten auch alle eine andere Muttersprache. Also die richtige Begegnung mit der deutschen Sprache hatte ich 2013, als ich in die Volksschule kam. Ja, ja, das kennt man schon, gell? Die haben nie mit den Kindern Deutsch geredet, damit sie ja nicht Deutsch können. Entschuldigung? Nein, das würde ich jetzt gerne mal klarstellen, bitte, ja? Bitte? Das, also, warum meine Eltern mit mir nicht Deutsch gesprochen haben, war einzig und allein, damit ich ihre Grammatikfehler nicht übernehme und schlecht Deutsch rede. Das wollten sie auf keinen Fall, ja? Und nicht aus dem Grund, ja, bitte, das können Sie ruhig, da können Sie ruhig klatschen, ja? Und nicht aus dem Grund, was Sie da jetzt reingebrüllt haben, ja? Weil das war genau die allgemeine Annahme auch damals. Sie haben die Migranten als bildungsferne Schicht bezeichnet und haben behauptet, dass sie nicht wollen, dass ihre Kinder in die Schule gehen. Das stimmt aber überhaupt nicht. Etliche Studien zeigen, dass auch Migrantinnen mit niedrigem Einkommen und sozialem Status eine gute Bildung für ihre Kinder wollten. Doch aufgrund sprachlicher Defizite scheiterten viele überhaupt, das Bildungssystem vollständig zu verstehen. Und was passierte dann? Dann besuchten natürlich ihre Kinder die nächstgelegene Schule. Und da scheiterten viele an fehlenden Ressourcen. Also Begriffe wie Matura oder Dissertation war für diese Kinder jahrelang Fremdwörter, bitte. Ja, ja? Vielen Dank. Dankeschön. Ja, da klatschen. Matura, Dissertation. Ja. Dankeschön. Und ich darf bitte aus dem nationalen Bildungsbericht von damals zitieren. In Österreich gibt es nur eine geringe Aufwärtsmobilität. Die Analyse war ganz klar, dieses Zweiklassensystem hat die Situation nur verschärft und die Eltern von den bildungsnahen wiederum Schichten haben ihre Kinder teilweise durch die ganze Stadt in die Schule geschickt, weil sie Schulen haben wollten mit alternativen pädagogischen Konzepten und am liebsten bilingual. Und in diesen Schulen waren kaum Migrantinnen. Also ich muss ja sagen, zum Glück, als ich in die Schule ging, kam ich in eine Klasse mit Integrationslehrerinnen-Team. Also die gesamte Klasse wurde zweisprachig ausgebildet. Also doch bilingual, das bilingual. Also mein Deutsch wurde perfekt und meine Rumänischkenntnisse genauso. Und Sie sind eben ein Sprachgenie, Sie sind Dolmetscher, Sie arbeiten sogar in Brüssel. Wie kam es zu dieser Karriere? Also durch meine perfekten Rumänischkenntnisse konnte ich sehr schnell Italienisch lernen und da entdeckte ich die Liebe zu Sprachen und mittlerweile spreche ich 7 Sprachen und die 8. kommt jetzt dazu. Welche ist das denn? Klingonisch. Klingonisch? Würden Sie unseren Zuschauern so eine kleine Kussprobe eventuell geben? Nein, wissen Sie, Klingonisch ist jetzt nicht so einfach, die erfinden nicht so...
Frau Yasemin Güllüm, Sie sind ein Beispiel, wie Österreich leider in der Vergangenheit manche Chancen verpasst hat. Ja, so kann man das auch sagen. Frau Güllüm, Sie sind zum Studieren nach Österreich gekommen. Ja, ich habe die Uni Graz 2013 abgeschlossen und 2016 hatte ich mein zweites Diplom in der Tasche. Also, da würde ich annehmen, mit zwei Abschlüssen, dann würden die Unternehmer Schlange stehen, um sie anzustellen anschließend. Ja, ja. Also sie standen auch alle Schlange. Ich hatte auch sehr viele Angebote, doch da gab es zwei große Hindernisse. Damit ich die rot-weiß-rote Karte erhalte, musste ich innerhalb von sechs Monaten einen Job finden mit mindestens 2000 Euro brutto monatlich. Sechs Monate und 2000 Euro? 2000 Euro innerhalb von 6 Monaten, bitte, das war doch für einen Neueinsteiger unmöglich. Ja, aber das hat kaum ein Österreicher verdient. Wissen Sie, das hätten die auch gar nicht gebraucht, aber ich schon. Ich wollte ja hierbleiben, da war ja der Wurm drinnen. Ich hatte mein gesamtes soziales Umfeld, hatte ich mir hier aufgebaut. Aber ich wollte auch Österreich etwas zurückzahlen, das tausende Euros in mein Studium investiert hat. Ich wollte hier Steuern... Bei uns steigt die Arbeitslosigkeit und die Herrschaften holen sich die billigen Arbeitskräfte aus dem Ausland. Steuern. Und die geben nicht einmal das Geld in Österreich aus. Wollte ich. Und die Kinderbeihilfe bekommen sie auch noch. Ja, wir haben die Türkenkriege nicht umsonst geführt, gell? Wird es bald Firmen geben, die kaum Österreicher nehmen? Abgesehen von McDonald's, da ist ja jetzt schon so. Ich darf nie Istanbul werden. Also, ich hab gedacht, die Asiaten sind fleißig. Entschuldigung, Technik! Bitte die Gedanken von den Menschen ausschalten, bitte. Wir versuchen hier ein Interview zu führen. Dankeschön. Das waren die Gedanken. Ja, das waren die allgemeinen Annahmen. Und ich dachte schon, ich habe Paranoia. Nein. Also, Sie sind leider danach ein zweites Mal ausgewandert, sozusagen leider für uns in Österreich. Sie sind in die Niederlanden gegangen. Wie waren die Bedingungen in diesem zweiten Ausland? Wissen Sie, die Startvoraussetzungen für Unternehmensgründerinnen aus dem Ausland sind dort wesentlich einfacher als in Österreich. Ich führe inzwischen ein Unternehmen mit 120 Mitarbeiterinnen international. Internationalität wird dort groß geschrieben. Ich werde dort ernst genommen. In dem, was ich kann. Meine Qualifikationen werden geschätzt und ich fühle mich dort zu Hause. Und ich will eigentlich gar nicht dort weg. Also ich darf jetzt behaupten, ja, dass wenn diese Stimmen aus der Vergangenheit auch ganz verstummen langsam, dass Österreich sich ein bisschen verändert hat, würden Sie zurückkommen wollen? Naja, beruflich bin ich gar nicht einmal so weit weg. Ich habe schon Zweigstellen in der Tschechischen Republik, in der Slowakei, Ungarn, Slowenien, Italien, Schweiz, Deutschland. Nur dieser Punkt in der Mitte. Also es sitzen ja sehr viele Leute von der Wirtschaft hier, also ein gutes Angebot und wir kommen ins Geschäft. Und würden Sie dann hier leben wollen? Leben? Also ich muss Ihnen gestehen, ich genieße mein Leben in Holland in vollen Zügen. Ah. Ist es eigentlich hier schon legal? Nein, noch nicht, aber ich meine, es... Herr Karl Unterhuber. Jo, grüße. Hallo. Grüße miteinander. Jo. Sie sind Wiener aus Otterkring. Jo, aus 16er Blech. Sie sind dort geboren, aufgewachsen, jo. Haben ein Leben lang im 16. Bezirk verbracht. Jo, mit Trudel. Ja. Ja? Wie war es damals im 16? Sie haben am Üppenplatz, wenn ich mich nicht irre, gewohnt. Ja, am Üppenplatz. Es tut mir leid, ich muss ja sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt und nervös, weil ist das alles live? Ja. Ja, live ist live, gell? Ja. Ja, ich bin im 16. bin ich aufgewachsen mit meinem Trudel, gell? Ja. Und wie war damals die Stimmung, der Markt, die Geschäfte, die Nachbarschaft? Ja, ich meine, der 16., wir waren ja berühmt-berüchtigt für unseren Flair, gell? Für das ganze Buntgemischte. Wir haben ja alles gehabt, den Bäcker, die ganzen Märkte, den ganzen Passar und die Lokale und so. Das war wunderbar, war das, gell? Und die direkte Nachbarschaft, wie sind Sie mit Ihren Nachbarn ausgekommen? Ja, die Öztürks.
die waren der Hammer, ja. Die Mihailovic, die Öztürk, wir waren eine riesengroße Familie, gell? Alle, das gesamte Haus, alle drumherum auch. Fast das nicht zu laut, also die Kinder von ihnen, bitte, oder? Diese Lärmbelästigungen und so weiter, da war ja das Leben drinnen, das hat man ja gespürt, da war ja alles, das war so richtig so, ja. Und sie haben sich gekannt und haben sich auch gegenseitig hier unter die Armen gegriffen. Natürlich, ich meine, der Öztürk, der hat zu seinem Buben gesagt, wenn ich irgendwas brauche, dann muss er gleich erinnern. Gell? Das hat er auch gemacht. Ich meine, mein Trudel, die ist ja, mit den Jahren ist die dann ganz krank geworden und die war dann halt wirklich schwer krank. Und wenn die halt einkaufen gegangen ist oder so, da sind die Buben dann immer gekommen und haben mir die Sackel aufgetragen. Und das war so ein Zusammenhalt war da. Ja. Und ist heute anders, also was anderes geworden? Also ja. Was ist passiert? Naja, passiert. Na, was soll ihnen passiert sein? Da sind die ganzen Bobos sind da zu uns gekommen. Die Bobos? Ja, sagt man nicht Bobos, gell? Ja. Sag ich das richtig? Ja. Diese ganzen Gutverdiener, gell? Mhm. Na? Die sind dann zu unserem Bezirk gekommen und dann haben sie den ganzen Flair vernichtet. Genau aus dem Grund, warum sie dort hingezogen sind, ist das dann auf einmal verschwunden, seitdem die dann dort gewesen sind, gell? Ja. Da sind sie gekommen und haben die ganzen Dachgeschosswohnungen ausgebaut und haben die Mietpreise aufgejagt bis 800 bis 1000 Euro. Ich meine, das hat sich ja keiner mehr da leisten können. Ich meine, ich hab da noch gut gelebt, wie die Trudel noch war, aber nachdem die Trudel auch verstorben ist, haben wir uns das auch nicht mehr da leisten können. Und ja, und jetzt wohne ich irgendwo außerhalb und ich brauche 25 Minuten bis zum nächsten Supermarkt und ich bin auch ein bisschen alleinig und ich will jetzt nicht mehr weiterreden, ich bin ein bisschen emotional getroffen. Ja, danke. Ja, darf ich da trotzdem noch ein bisschen sitzen bleiben? Ja, bitte. Ja. Bitte bleiben Sie sitzen. Ja. Ja. Bitte, das ist ja alles Wahlpropaganda. Wo ist denn da ein Leben? Ein Leben war bei uns am Hüppenplatz. Na, den Fehler dürft ihr nicht noch mal machen. Elektriker und Banker wohnen zusammen, das gibt's ja nicht. Ich meine, Eigenfinanzierung von 50.000 Euro, wer soll sich das da leisten als Elektriker? Das ist alles ein Scheiß, das ist eine Propaganda. Na, ich will da nicht mehr, das, na, bitte, die machen Sie das Mikro aus. Un, dos, y un, dos, tres, sí.